Willkommen bei Disgaea. Ja, letztes Mal haben wir nicht wie geplant einen neuen Charakter gemacht, weil ich würde halt, wie gesagt, gerne Monster machen. Also warten wir noch ein bisschen, dass wir ein paar mehr Monster schlachten, weil dann werden die doch noch billiger. Weil inkompetente, also good for nothing Monster will ich nicht haben. Die müssen schon mindestens inkompetent sein. Genau wie bei den Charakteren damals. Also machen wir hier weiter. Das könnte schon der Boss sein, ne? Bisher war, glaube ich, bei der vierten Stage immer der Boss. Ob das immer so ist, weiß ich nicht, aber bisher war es jedes Mal so. Vielleicht verlieren wir gegen den. Kriegen wir ein extra Ending. Mal sehen. He, who, me, yo. Der gierige Dämon. Unser nächster Boss nehme ich an. Itoshi, itoshi, Okari-chan. Omaitachi-o-gunshikin-ni-sureba. マオの座はこのゼニスキー様がいただいたも同然だゼニ。久しぶりだな、ゼニスキー。ホックマイザー。誰だゼニ。この顔を忘れたとは言わせぬぞ。ラハール様だ。魔界の次期後継者、魔王クリチェフスコイの息子の。 思い出したゼニ。魔王様が死んでから何か忘れてると思ってたら、ねえ、殿下のことだったゼニか。魔王の息子を忘れるとは、それでも家臣か。悪魔なんてそんなもんですよ。殿下だって細かいことは気にするなってよく言ってるじゃないですか。俺様のことは細かいことではない。もうわがままなんだから。 いや、思い出せてよかったぜに。喉に刺さった魚の骨が取れた気分だぜに。俺様は魚の骨と同じレベルか。で、何の御用だぜに。何の御用ではない。親父が死んだ今、魔界の後継者はこの俺様だ。城から盗み出したもの、それに 貴様の全財産をいただいていくぞ。くしし、それはちょっと虫がよすぎるぜ。魔王様の息子だからってそんな権利はないぜによ。魔界では力こそが全てだぜ。どうしてもというなら力ずくで奪ってみるぜに。元よりそのつもりだ。行くぞ。お金や権力のために争い合うなんて、 やっぱり天使様たちがおっしゃるように悪魔は悪い存在なの？もしそうだとしたら。Okay, wieder eine Armee von Brawlern, die hat er beschwört. Da ist er. Ziemlich cool. Ich mag das Design wohl. Auch wenn er ein Drecksack ist, aber hey. Auch Drecksäcke können cool Designs sein. Klasse reicher Dämon, wow. 404 Lebenspunkte, ich habe noch nichts, was so viele Lebenspunkte hat, oder? Spinning Slash. Ich schätze mal, Spinning Slash kann mehr Gegner mit rumtreffen. Mir vorstellen, oder? 164 Angriffskraft, Alter, der wird nicht einfach, glaube ich. Vielleicht gewinnt der Gegner, das ist aber nochmal ein cooles Ende. Würde ich gar nicht unbedingt problematisch finden. Warte mal, hier ist ein Feld. Moment, hier sind überall Geofelder. Wo ist das Ding? Also hier sind überall Geofelder. Eigentlich Quatsch, das kennt. Ich hätte ihn ausgewählt, habe seine Laufreichweite gesehen. Ich dachte, das wären Geofelder. Wow. Das war dumm. Was passiert? Kommt vor, hab ich gehört. Also gehe ich auch schon mal raus, ob ich hier schon mal einen Megawind pflanzen kann in die Gruppe der Gegner. Okay. Natürlich haben die ganzen Leute weiter außen. Die beiden haben die Windschwäche. Der hier und der. Also machen wir es hier inzwischen. Gucken wir, wie viel Schaden das andere ist bei denen. Nice. Und bei schon mal tot. Nice, das ist ein guter Anfang. So kann das weitergehen. Aber ich glaube, er wird einige von uns erledigen. Der Hockmeister, der ist ziemlich mächtig. Erstmal, was hier dann rauskommt. Okay, das down.
seine Garde da an der Front hat keine Schnitte gegen uns. Aber ich glaube, er ist das Problem hier, nicht seine Leute. Die Mädels mit den Sperren könnten auch noch gewählt werden. Und er, also Mädels, das Mädel und der Typ. Weil die sind Level 10. Also seine persönliche Leibgarde ist wesentlich stärker als diese Popelhaufen hier. Auch gemeinsame Angriffe drauf, die hätten auch gereicht. Und du mal den da weg. Spann noch ein bisschen Mana für den dicken Boss, da brauchen wir mehr Damage. Rauskommen könnt ihr schon mal, aber bleibt bitte ganz weit hinten. Jetzt kommen die Starken los. Oh nein, sie gehen direkt auf meinen Mage los, der ist down. Nein, sie sind so doof und teilen ihren Damage auf. Das ist das Beste, was hätte passieren können. Sie haben anstatt alle zusammen einzugreifen, Gott sei Dank aufgeteilt. Was ich schön finde, weil ich finde es schon ein bisschen nervig, wie sehr die KI in manchen Spielen, auch diesem Spiel, lieber fokussiert, obwohl das vielleicht manchmal taktisch gut klug wäre. Dieses Mal wäre es taktisch klug gewesen, zu fokussieren, klar. Wobei sie nur so knapp überlebt hat mit einem HP, dass es eigentlich taktisch klug war, nicht zu fokussieren. Aber sie hat einfach Pech, würde ich sagen. Ich kann das locker wieder heilen. Dann kann er schon mal Mega mit auf die beiden setzen. Und gucken wir weiter. Hat der Hauptmeister eigentlich eine verringerte Defense? Was? Ja, der hat definitiv wesentlich weniger Schutz gegen Magie. Und er hat eine Windschwäche. Alter! Wir müssen nicht ihn beschützen. Der ist unser Fahrkarte zum Sieg gegen Hauptmeister. Okay, alles klar. Das nutzen wir natürlich aus. Ja, dreh dich richtig bitte. Okay. Nein. Die ist auch sind echt ziemlich stark, die beiden, ja. I don't like. Wenn du dahin gehst, dann kann er dahin. Meine Gott, sind die tanky. Ein Kunde könnte sich mit dem Sperr über zwei Felder anhalten. Die beiden sind echt heftig. Also ich kann froh sein, dass er sich zurückhält. Wenn er jetzt auch stürmen würde, könnte es wesentlich mehr Verluste geben. Mist, meine beiden Heiler sind jetzt immer noch sehr angreifbar, das gefällt mir nicht. Aber sie ist paralysiert, sie kann sich nicht mehr bewegen. Also falls die Heiler dann... Ja, sie kann nicht weg hier. Ich könnte sie hierhin schicken, aber da kommt Hockmeiser. Das ist genau, was er will. Endturn kommt. Nee, wieder passiert. Ist down, viel Damage. Heiler ist jetzt auch down, damit. Also flohen. Dann nutzt auch einen zweiten Heiler. Es gibt ja auch eh keine Erfahrung, deswegen ist es halb so schlimm. Hauptsache Hiki lebt noch, das ist glaube ich sogar wichtiger dieses Mal. Der Prini müsste ihn ausschalten können, wir haben noch 13 HP, das müsste eigentlich reichen, oder? Ja. Okay. Jetzt müssen wir die eigentlich noch erledigen, weil die ist extrem stark. Okay. Ja, La Haar. Dann kann ich die beiden nochmal im Heilen mit Show. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie im Schutz der restlichen Truppen vorrücken. Du hast hier keine Reichweite kriegen für einen guten Windspell. Aber ich glaube, das echt super entscheidend sein könnte hier. So, Hauptmeister, dann komm mal her.
Uiuiui, also der Unterschied zwischen den beiden ist schon heftig. So, gucken wir mal, dass wir ihn töten. Mal schauen, mein Plan ist es wirklich, jetzt einen Einflass zu töten. Wir fangen mit einem Hurricane Slash an. Das ist nicht so reicht für Pony Barrage, oder? Ne, leider nicht. Mist. Ich komme auch nicht in die Reichweite für Pony Barrage. Gut. Dann greifst du ihn einfach von hinten an. Du kommst von der Seite. Bist du leben? Ne, hast du nicht. Ein Skullsplitter. Da kann man nur normale Attacken machen. Am Ende der Negerweg, damit der möglichst geboostet ist. Falls er noch lebt, müsste der Negerweg ihn töten. Das ist meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob es genug Schaden macht. Wir werden sehen. Wir gehen alle drauf. Ich meine nicht, dass wir sterben. Das hoffe ich zumindest nicht. Weil wenn wir es nicht töten, dann schätzt jetzt sein Spinning Blade uns richtig reinhauen wird. Oh, wir machen echt nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Ja, wobei, jetzt kommt der Schaden einfach. Jetzt der Windzweck, komm. Oh, guter Schaden, aber lebt noch. Alter, kommt der hart. Heide Witzke. Ich glaube, der Muffy ist nicht tot. Also, der Aaron vielleicht auch, mal gucken. Aber Muffy auf jeden Fall. Ja, da kommt's. Ich wusste es. Das wollte er nur. Alter. Oh, alle anderen auch fast tot. Nicht schlecht. Pappenweiser, gut geschlagen. Respekt. Respekt vor dir. Aber jetzt erledigen wir dich. Sky Splitter und dann ein Tiger. Ist schon tot, okay. Nice. First try. Schade, ich hätte fast kein sein Ende gesehen, aber kann man natürlich mal nachgucken, wenn man will. お前の負けだ。約束通り全財産をいただいていくぞ。そんなお金がなかったらこの先生きていけないぜによ。そうか。なら今この場で俺様が葬ってやろう。ひどい。お金ばかりか命まで奪おうなんて。 見過ごすわけにはいかない。こうなったらこの手でラハールさんを。待て、この野郎。ケッディメンオフコフ。なんだお前は。ゼニスキーの息子か。その手を離せ。俺様はガキでも容赦しないぞ。小僧、なぜそこまでして親父をかばう。殺されてもいいのか。 わかりませんか、ラハールさん。それが愛というものです。また愛か。愛愛愛とうるさいやつだな、この愛マニア め。何と言われようと結構です。愛を信じて何が悪いんですか。あなたこそ愛から目を背けているだけなんじゃないですか。 ラハール。 ん？ 父さんのことは好きですか？大嫌いだ。うん、それが普通の悪魔の答えです。今はそれでも構いません。しかしいつの日か。ふん、今頃になって親父のことを思い出すとはな。親父か。あの時親父は 何を言いたかったんだろう。ふっ、くだらん。なんで俺様がこんなことを考えなくてはならんのだ。それもこれもみんな、このアイマニアのせいだ。おいおい、俺様としたことがくだらぬ時を過ごしてしまった。あれ、とどめしないんですか、殿下。こいつらを殺したところで一銭にもならんからな。それより金目のものを奪えるだけ奪うのだ。 Das ist auch schon sehr nett. Das sind nicht ganz so dämonenhafte, dass sie doch ein bisschen gelten lässt. Laharu-san.
Oh. Hockmeiser ist uns beigetreten. Vielleicht brauche ich ja kein neues Monster, jetzt habe ich Hockmeiser. Hockmeiser finde ich cool. Daitenshi-sama. Furon wa ima youyaku rikai shimashita. Ano toki no okotoba no imi wo. Daitenshi-sama. Nandai, Furon? Tenshi-sama tachi ga akuma wa warui sonzai da tte oshiatte mashita kedo, hontou nan desu ka? Furon wa dou omou ndai?会ったことないから分からないです。いいかい、フロン。世の中に絶対的な悪や絶対的な善は存在しない。天使たちは悪魔を悪、自分たちを善と決めつけているようだが、そう、悪魔にだってちゃんと愛はある。天使も、そして多くの悪魔も、それに気づいていないだけなのだよ。彼らを愛へ導くこと、それができれば、いつの日か。大天使様、私、もう少しラハールさんのそばにいます。Das könnte auch eine sehr vermessene und arrogante Art und Weise sein von Seraph, keine Ahnung, zu meinen, dass er sie leiten müsste, um zu zeigen, was der richtige Weg ist. Ist die Frage, ob alle Engel so perfekt sind. Wenn nicht alle Dämonen so böse sind, dann wer sagt denn, dass alle Engel so perfekt sind? Rahar-san war wagamama de jibunkatte de sekai ga jibun chushin ni mawatte ru to omotte te. Sono hoka ni mo ketten wa yama hodo aru de shou. Kedo ima kare no kokoro no naka ni chiisana yasashisa wo mitsukemashita. Sore wa totemo chiisai kamoshiremasen. Desu ga watashi ni wa kare ni ai wo shitte morau tame no ookina kibou ni miemashita. Dakara daitenshi-sama, mou shibaraku kare no soba ni iru koto wo oirushi kudasai. Ja, ja, Flo bleibt natürlich jetzt ein Hauch von Nettigkeit in Vlaha gesehen. Darauf muss ich jetzt aufbauen, ne? Nächstes Kapitel. Kouya wo sasurau nagare ryōri-in Etona. Totsujo sono mae ni arawareta ankoku ryōri-in Hao. Inochi wo kaketa cookingu battle ga makai no daichi wo yurugasu. Usokusei.料理のテーマはカツカザン麻婆豆腐、そして材料はフリータイ。え、俺たちっすか？邪悪な暗黒調理技の数々に苦戦を強いられるエトナ。そこに颯爽と登場するは忍者料理人アジカゲ。わけわかんないっす。次回、炎の料理人クッキング美少女エトナ第4話、エトナ全開、闇のエナジー 120%。 切り下ろす包丁に Ganz bestimmt. So würde es sicher laufen, wie auch sonst. Aber Hockmeiser finde ich nice. Sehr nice. Furon-mi. Umaku akuma domo no mano te kara nogare otta ka. Douse iroji kake demo tsukatta no de aro. Nee, nicht wirklich. Sore ni shitemo, mao Kritchefskoi ga sude ni shinde otta to. わからぬのは、それを知っていながら展開に帰ろうとしないフロンだ。まさか悪魔どもを味方につけて展開を我がものにするつもりでは。Okay, Vulcanus, du bist schon das erste Beispiel für einen sehr problematischen Engel. Riechst dich ernsthaft ein, dass Flohn unter Umständen ihr Plan könnte, Dämonen zu nutzen, um Celestia einzunehmen? Ja, ja, 間違いない。Der glaubt sich nicht. Okay. そうはさせてなるものか。私の計画の邪魔はさせん。Wir haben wohl so einen ersten engelhaften, definitiven Gegenspieler, denke ich mal, ne? First Angel Antagonist. Und davon abgesehen haben wir immer noch den Antagonisten für den Edna arbeitet, ne? それにしても、悪魔どもの住処のなんと邪悪な気に満ちておるわ。ん？なんじゃこの本は。まったく悪魔というやつは読み終わった本を片付けることもできるのか。うおお、なんだこの本は。おお、神よ、このページもこのページもそしてこのページも。Oh!
かんね。危うく悪魔の罠に引っかかるところであった。狡猾な奴らめ。しかし、この程度の本に惑わされる警視庁ブルカノではない。引き声だ。そんなフロンの奴め、一体どこにおるのだ。すやすや。ん？すやすや。見つけたぞ。今時、すやすやなどとメルヘンな寝息を立てるやつはただ一人。フロンよ、貴様のペンダント、この魔界で朽ち果てるがいい。Da er ihr Amulett mitnimmt, schätze ich mal, dass dieses Amulett notwendig ist, um zurück zum Himmel zu kommen. Was ich jetzt nicht mehr kann. Geschenk. 第4話天使のプレゼント。 Chapter 4. ペンダントだと？今朝起きたら、なくなっていたんです。え？何が言いたいのだ？俺様たちの中の誰かが盗んだとでも言うつもりか？いいえ、あなたたちなら、悪魔なら正々堂々と奪うはずでしょ？わかっておるではないか。では俺様にどうしろというのだ。私と一緒にペンダントを探してください。なんだと？どうして俺様が探さなくてはならないのだ？それは。どうしたのフロンちゃん、なんかしんどそうだね。ええ、あのペンダントは魔界に来る前、大天使様からいただいたものなのです。まだ天使見習いの私は、あのペンダントがないと魔界に長くいられないのです。このペンダント schützt sie wahrscheinlich auch noch von Einflüssen her. Ohne das Pendant wird sie anscheinend nicht lange aushalten. このままでは魔界に全ての力を吸い取られてしまい、死に至るでしょう。へえ、そうなんだ。大変じゃん。殿下、どうします？俺様の知ったことではない。そいつはもともと親父を殺しに来た暗殺者なのだぞ。さすが殿下。こんなか弱い女の子を見捨てようなんて、英傑無比にも程があります。まあな。ラハールさん。なんだ、何か文句でもあるのか？ラハールさん、もしペンダントを見つけてくれたら、お礼にいいものを差し上げましょう。いいものだと？ふん、そんなもの欲しければお前からぶんどるだけのことだ。こんな私に暴力を振るうのですか？うるさい。俺様は悪魔なんだぞ。相手が誰だろうが関係ない。くたばりかけの病人だろうが、赤穴に片足突っ込んだジジイだろうがな。わかりました。ではあなたはもう二度と。どういう意味だ？答えろ。それで俺様を挑発しているつもりか？よかろう。暇つぶしに付き合って。ラハールさん。Der hat sie dann noch erfolgreich manipuliert. よいか、先に言っておくが、お前なんかのためじゃないからな。それと、ペンダントを見つけたら、必ずそのいいものとやらをいただくからな。スペシャルブロフ oder sowas. Na, du haben willst. ありがとう、ラハールさん。あ、悪魔にありがとうなんて言うな。天使のくせに。俺様は己の欲望を満たすために俺様の意志でやるんだ。ちゃんとメモして覚えとけ。ふっ。ふっ。Nee, es ist schon sinnvoll, dass wir eine Monsterwaffe equipen können. Weil die Monster lernen auch besondere Skills, die nur Monster lernen. Die Phönix sprechen über den zweiten Cycle, okay. Cycle, nicht so. Zyklus. Ja, ich nutze Teamtext, keine Sorge.
Okay, eigentlich müssten wir jetzt ein neues Kapitel hier verhätten, oder? Ja. Das Porträt. Er hat das Porträt von dem Vater mitgenommen. Ich sah ein Porträt des Königs im Hauptmeisters Palast. Mein Herz schmerzt, wenn ich das Gesicht seiner Majestät ansehe. Haben meine Erinnerungen etwas mit seiner Majestät zu tun? Das werde ich früh noch herausfinden. Nur ein bisschen länger, bis ich meine Erinnerungen zurückbekomme. Keine Ahnung. Also eine Frau wird es wohl nicht gewesen sein. Ich glaube, ich werde mir nicht vorstellen. Vielleicht ist sie eigentlich Lahars Schwester oder irgendwie so ein Twist, keine Ahnung. Oder zumindest ist es eine sehr wichtige Person für sie, weil er eben das Leben gerettet hat, also der Vater. I do not know this. So, Hauptmeister, ich will mal gucken, was du so drauf hast. Level 12, nice. Du musst nicht mal trainieren, ich kann einfach mitnehmen. Und das ist ein Monster mit Monsterwaffen. Ja, ganz ehrlich, da brauche ich kein Monster zu erschaffen, da bin ich zufrieden mit ihm. Star Orb, das ist eher für Intelligenz, naja. Das ist wahrscheinlich das Bestmögliche, was ich gerade dem guten Lidi geben könnte, oder? Ja. Dann kann das Blood Orb wieder einen runter. Erstmal auf Pop. Und der Dark Orb kann dann weitergegeben werden. Dann Flown. Und im Psycho haben wir jetzt wohl übrig. Denn der bringt wirklich nicht viel außer Resistenz. Die Resistenz ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, ich gebe es einfach ihm. Er kann mit Intelligenz ein bisschen was anfangen, wo sein Basic Knuckles auch Intelligenz in den Schadenswert mit einbeziehen. Das Bronzeschwert ist so erheblich stärker, dass ich sagen würde, das können wir auch mal equippen. Das ist es wert. Und das ist eigentlich nur eine Waffe für ihn, aber auch für ihn keine mehr kaufen. Bronzeschwerter waren das die noch teureren? Kann ich gerade gar nicht sehen, weil ich kein Schwert im Angebot habe. Okay. Der Longspear ist wieder mal nicht so überzeugend. Aber die Eisenaxt. Die Eisenaxt könnte was für Sonic sein. Wir haben ziemlich viel Kohle gerade, also hey. Gib. Ich gebe Edna jetzt den Koshimoto-Speer. Dafür wird sie aber erst lange keine Waffe bekommen. Aber weil er echt gut ist gerade. Mit den extra Werten. Der lächelt mich einfach an. Koshimoto! Spirit of a Female Warrior of the East. Sie verliert zwar trotzdem Defense und Hit ein bisschen, aber das ist schon eine große Speed- und Damage-Erhöhung. Und kriegst du das nächste Mal dazu, das ist nicht verkehrt. Das ist doch nicht verkehrt. So, die Iron Axe ist definitiv besser. Verringert wieder die Trefferwahrscheinlichkeit, aber das ist halt das Problem bei Axen. Desto stärker sie werden, desto mehr reduzieren sie die Hitchance. Die anderen kann ich alle verkaufen, die ich dabei habe. Ja? Ist ein bisschen Money. Gut. Ist etwas nachheilen? Ja, ein bisschen. Ne? Den Mixer-Pace jetzt. Gut, der Hauptmeister könnte ein bisschen mehr Equipment brauchen. Jetzt echt einen geilen Hauptmeister, dann bekomme ich eine schöne Chain mehr, oder? Ich kaufe auch eine weitere Lederjacke, weil die ziemlich gut war. Könnte für Wilke gut sein. Ja, das ist ein reines Upgrade für ihn. So, du kriegst jetzt erstmal schön deine Chainmail. Jetzt Rekonen würde man das mit Kettenpost übersetzen, aber dann kriegt man echt Anfälle, wenn man das sieht. Ich erinnere mich bis heute. Ein bisschen besser als deine, also tausche es aus. Schlechter als deine. Ist besser im Grunde. Die Protektor kann ich verkaufen, die brauche ich nicht mehr. Ja, aber vielleicht ein bisschen unser Geld investiert anständig, aber auch hier gut was verloren an Kohle. Kann man nicht anders sagen. So, Rearrange. Das wollte ich schon vor Ewigkeiten machen, damit dieser Bonuscharakter hier runterwandert. Hope auch, weil ich die Heiler nicht konstant rausholen brauche. Ja, aber sind alle ein bisschen wichtiger. Gut. Nice.
Zeit ist auch genau richtig. Ich würde sagen, die Folge beenden wir. War heute viel Story nach der einen Boss-Level-Situation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Disgaea. Bye, bye.